Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder eine kleine Folge von meinem Collection Update. In diesem Format wollen wir uns einmal anschauen, was ich so die letzte Woche an Collectibles gesammelt haben anhand des Add-ons All the Things. Und wir haben uns so ein bisschen eingebürgert seit Shadowlands, dass wir immer so ein bisschen shoppen gehen und dementsprechend noch das ein oder andere holen. Ich wollte eigentlich mit den verschiedenen Covenants durchziehen und einen Haufen Anima jedes Mal rausballern. Das erste Mal haben wir ja hier beim Main 50, 60.000 oder mehr Anima einmal durchgeballert gehabt, alles mögliche bei den Necrolords gekauft. Und das wollte ich mit den anderen Covenants eigentlich heute auch machen, zumindest mit einem wieder. Ich habe ja bei meinen Twinks auch einiges gesammelt. Das Problem an der Geschichte ist leider so ein bisschen, dass Blizzard die erhaltene Anima ein bisschen geboostet hat, das verknüpft mit den Gebäuden und ich jetzt halt erstmal die Gebäude mit den Twinks hochballer, um dann insgesamt auf die lange Sicht mehr Anima zu kriegen, um es jetzt mal kurz zu sagen. Ich habe zu der Thematik ein längeres Video gemacht, wo ich auch auf alles Mögliche eingegangen bin und mir hier mit mehreren Tabellen und Diagrammen schon Sachen ausgerechnet habe. Falls ihr euch für die Thematik interessiert, ich werde euch das andere Video verlinken. Kommt, denke ich mal, beides am selben Tag dann einmal raus. Da könnt ihr auch dementsprechend dann bei mir auf dem Kanal gucken. Müssten relativ nah beieinander sein, diese beiden Videos. Also wenn euch dafür interessiert, schaut da rein. Dementsprechend will ich jetzt mein Anima mit den Twinks erstmal zurückhalten für die Gebäude. Und jetzt habe ich mir eine Alternative überlegt. Wir werden ein paar andere Münzen ausgeben und uns Transmog und Sachen kaufen. Aber dazu später im Video. Jetzt schauen wir uns als erstes mal an, wie sich die Collection so ein bisschen verändert hat. Als allererstes schauen wir mal an, was wir letzte Woche hatten. Wir waren letzte Woche stehen geblieben bei noch fehlenden Items 1477. Das sind jetzt nur noch 1420, heißt über 50 Items haben wir uns geholt. Und prozentual waren das 98,3 oder 0,3 so rum. Und jetzt sind wir bei 98,11. Heißt ein paar Prozent plus, ein paar Items plus gemacht. Ist auf jeden Fall ganz nett. Achso, für die Leute, die es interessiert, ich bin im Unique-Modus drin beim Druid, habe aber alles eingehakelt. Gut, was hat sich geändert? Und zwar das allererste, was uns vielleicht auffällt, unten ist ein Reiter rausgefallen und zwar der Reiter Spielzeuge ist rausgefallen, denn ich habe jetzt hier alle Spielzeuge fertig gekriegt. Mir fehlt jetzt nur noch ein einziges, das ist aber eins, was nicht im Spiel mehr erhältlich ist. Das ist ein TCG-Toy, das aber nicht quasi im Black Market ist und auch man quasi auch keine Codes mehr dafür kriegt. Ne? Also das kriegst du leider nicht mehr. Habe ich auch schon mal ausführlich erklärt, dass man das nur über so Punkte bekommen hat, die man auf so einer Seite gekriegt hat, die es schon ewig nicht mehr gibt, ist uralt Ding und leider ist das hier noch in dem Menü drin. Aber sonst im Spiel habe ich soweit alle, bis auf, glaube ich, ein Inji-Toy. Da muss ich mir noch ein Inji hochziehen. Und da kann man in Shadowlands irgendwo so ein Inji-Wurmloch-Generator noch ballern, bauen und da muss ich aber einen Twink hochballern. Ne? Also, mal gucken. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich mein Inji soweit habe. Aber das steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Komischerweise ist das hier nicht im All the Things drin. Vielleicht wird das auch nur angezeigt bei einem Inji-Char. Das kann natürlich sein. Wir könnten mal gucken, wenn ich Completist-Modus drin habe, ob das dann auftaucht. Nee, dann sind Toys auch nicht drin. Okay, anscheinend ist es insgesamt nicht gespeichert, weil ich glaube, die anderen Inji-Toys waren schon drin. Vielleicht haben die All-The-Things-Leute das einfach schlichtweg noch nicht drin. Gut, dann schauen wir mal weiter. Dann bei den Wildtieren hat sich tatsächlich nichts verändert. Da hatten wir das letzte Mal 7. Da bin ich noch ein bisschen am Abwarten, bis die im Auktionshaus günstiger werden, beziehungsweise bis ich was mir erjagen kann. Dann bei Reittieren hat sich eigentlich auch nichts getan. Da gibt es ja einige noch, die ich mir durch Anima kaufen kann. Da warte ich jetzt auch erstmal noch, ne, bis ich meine Gebäude geupgradet habe und dann kaufe ich mir eventuell was. Sets hat sich auch nichts getan. PvP haben wir, glaube ich, 2 Items dazu gekriegt. Eins davon habe ich aus der Weekly Chest rausgezogen. Ich versuche ja jetzt immer RBG auch zu machen, dass ich aus der Weekly Chest da eventuell einen Teil rauskriege, falls das Mythic Plus Teil nichts ist. Also ich brauche noch ein paar Sachen über M Plus, wo ich mich ein bisschen gehe, so ein Gürtel zum Beispiel oder Schultern, dass da endlich mal ein 226 an dem Slot ist. Und wenn ich da nichts kriege, dann, ja, vielleicht ist ja das PvP-Item was, ne? Das hat zwar da niedriges Item-Level, weil ich noch keinen krassen
kein krasses Rating habe, aber zumindest transmog-technisch so als kleines Trostpflaster, Trostpreis, ne, dass wir da was mitnehmen können. Und irgendwo habe ich da zwei Items plus gekriegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dann noch geholt habe, aber eins ist auf jeden Fall aus der Weekly Chest. Fly Parts hat sich nichts geändert. Dann Erweiterungsfeatures. Da habe ich ein paar Sachen rausgekriegt, sowohl beim Gluthof als auch Konservatorium der Königin. Da war mal wieder was drin. Da sind ein paar Items noch quasi abgehakt worden. Aber jetzt großartig habe ich mir da, glaube ich, nichts gekauft. Genau. Dann Erfolge. Da sind auch zwei Punkte raus. Ich habe mit meinem Ventier Twink auf dem zweiten Account beim Gluthof, ich glaube, ein Achievement bekommen. Und da ich jetzt einen Ventier Twink Char hier auf dem Main-Account habe, checkt quasi das Addon jetzt diese Achievements, die ich da wegbekommen habe. Aber das ist quasi ein Ventier-Achievement, ne? Das sehe ich beim Main hier sowieso nicht, sondern das ist quasi da einmal verborgen leider. Aber nichtsdestotrotz sind die da alle drin. Wenn ich mal auf dem Main-Account auch jeden Covenant habe, dann checkt das Addon quasi auch die Covenant-Achievements, die ich vorher auf dem zweiten Account gemacht habe. Dann Weltbeute hat sich auch eins gebessert. Da habe ich ein Item gekriegt. Ich habe mit einem Twink ist ein World Drop gedroppt, der 50.000 Gold wert war, so ein Umhang. Und dann war ich überlegen, haue ich den jetzt ins Saharan, kaufe mir den im halben Jahr günstiger raus, weil das war, glaube ich, nur 207er Item-Level und der wäre mal 50k wert gewesen. Dann war ich so im Überlegen und dann habe ich ihn doch einfach gelernt, dachte mir, scheiß drauf, scheiß auf die 50k, ich lerne das jetzt einfach und gut ist. Wahrscheinlich hätte man auch einfach ein halbes Jahr warten können, ihn dann für 5 oder 10k kaufen können, ne? Und den halt jetzt verkaufen. Aber naja, dann habe ich es zumindest. Dann Außenbereiche, hat sich auch ein bisschen was getan, denn ich habe sowohl jetzt meinen Rokia, den hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon auf Max-Level, als auch meinen Worry habe ich jetzt auch auf Max-Level und ich habe die Rares so ein bisschen abgeklappert, ne? Also wenn wir jetzt hier bei den Außenbereichen gucken, sind jetzt nur noch vier alte Sachen drin, das sind immer solche Quest-Geschichten. Da habe ich übrigens auch ein, zwei Sachen abgeklappert. Eins war, glaube ich, noch in der Dunkelküste, das war einfach nur eine Quest, die ich machen musste. Und noch irgendwas anderes war es, glaube ich. Das war auf jeden Fall, ich glaube, ein oder zwei Quests waren es hier. Und was ich aber auch geholt habe, sind halt von den Rares hier Sachen. Mir hatten ja noch ein paar Rogue-Dolche gefehlt und ein paar Stärke, Streitkolben, die dort noch mit drin waren. Da habe ich die Rares ein bisschen abgeklappert und das ein oder andere Item mir besorgt. Das sind an Sachen, die raus sind. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Overall sind es 5, 6, 7 Items waren es. Jetzt habe ich hier bei Shadowlands bei den Rares zumindest, nur noch so Items, die für die anderen Covenants sind. Ne? Also das hier sind alles so Nightfee-Quest-Gedönse. Dann in der Bastion, das ist ja das Lorion-Pet. In Maldraxxus ist, glaube ich, auch nur noch Tahonta, genau, da bin ich ja immer noch dran. Habe ich heute schon umgehauen mit meinem Main. Oribos gibt es ja eh keine Rares. Und hier in Revendrest, da sind jetzt auch nur noch die Quest-Items, ne, für den Gluthof drin. Also da kann ich jetzt nichts mehr farmen. Da muss ich halt mit dem Main auch mal die anderen Covenants besuchen. Heißt, ein bisschen rumswitchen. Aber zumindest da an Transmog kann ich da nichts mehr mir besorgen. Was dann auch noch ganz gut raus ist, ist vor allem hier in BFA. Nicht in BFA, hier in Shadowlands. Ihr seht, da sind nicht mehr sonderlich viele Reiter drin. Ich habe jetzt nur noch einen Worldboss-Loot. Dann hier sind auch ein bisschen was weniger geworden. Ich war nämlich mit meinem Twink raid-technisch unterwegs im HC, habe da eine Gruppe bequatscht, dass die meinen mittel-equippten Twink mitnehmen und konnte da dementsprechend dann ein bisschen meine Sets aufpolieren. Und zwar schauen wir mal hier rein, also das LFR-Set, das hatte ich ja schon fertig. NHC habe ich am Anfang des Addons ein paar Teile geholt, da fehlen mir noch drei. Und jetzt gestern war ich, nicht gestern, ich glaube am Samstag war das, nee, Sonntag war das, da bin ich HC mit meinem Gammeltwink rein und die Gruppe, die war relativ gut equipped tatsächlich, wo ich mitgelaufen bin und die haben fast keine Items gebraucht, die haben alles mal meinem Twink traden können, das war sehr angenehm und dann ist der irgendwie von, was hat denn der so, 198 ist der auf 206 hoch, ne? Also ich glaube 6, 7 Sachen hat er da gekriegt und auch einiges von dem Set, das sieht jetzt gut aus und am Mittwoch gibt es dann dementsprechend auch noch die Weekly Chest und vielleicht kriege ich dann nochmal eins von den Teilen. Ich hoffe so ein bisschen auf die Schuhe und ja, mal gucken. Also sprich, da ist ein bisschen was rausgegangen. Im Raid brauche ich jetzt auch nicht mehr so viel. Gute Mythic war ich halt noch gar nicht da.
sind es noch fast alle Sachen, aber hier Normal und HC sieht schon gut aus. Und Dungeons, wie ihr seht, sind es jetzt auch nur noch zwei. Ich habe, wie gesagt, mit meinem Rogue und mit meinem Druid habe ich schon alles abgefarmt und jetzt habe ich auch den Worry auf 60 gespielt und dementsprechend haben wir jetzt da auch einiges schon geholt. Mir fehlen jetzt noch insgesamt zwei Teile. Im HC und im Mythic sind es ja dieselben, ne? Das ist ja dasselbe Aussehen, also sind es halt in jeder Instanz drei, aber es ist halt, wenn ich das eine habe, dann sind die anderen weg. Und dementsprechend brauche ich jetzt hier noch einen Stärkekolben in der anderen Seite quasi von einem Boss und einen Stärkekolben von der nekrotischen Schneise. Die muss ich jetzt mal farmen. Waffen droppen halt leider immer sehr bescheiden in den Dungeons und dann muss ich wahrscheinlich bei jedem 20 Runs oder so machen, 30 Runs, je nachdem, und dann kriege ich die hoffentlich auch noch. Werde ich jetzt die Tage noch ein bisschen farmen und dann können wir vielleicht die Dungeons zumindest schon mal abschließen und uns dann ein bisschen mehr zu den Instanzen zu den Raids hin orientieren, sowohl in Shadowlands als auch in BFA. Ich habe jetzt eigentlich vor, Shadowlands einmal zumindest den aktuellen Raid HC und NHC-Set fertig zu kriegen und dann mal in BFA wieder einzusteigen. Da ist es ja so, dass mir noch ein paar Items tatsächlich nur fehlen. Ne, das hatte ich ja während BFA schon aktiv Transmog gefarmt. Ein bisschen was ist nur offen und eventuell können wir da schon dann noch loslegen und das Zeugel farmen. Hier fehlt mir noch das ein oder andere Item in den alten Raids, zum Beispiel da Saalor, im Mythic fehlt mir noch ein bisschen was, NHC und HC habe ich anscheinend schon, hier fehlt mir auch noch ein, zwei Items bei Gahun, Tigel fehlt mir auch nur noch mythisch ein Item und Ewiger Palast sind es HC noch zwei und im Mythic sind es glaube ich noch ein paar mehr. Und hier Lothar sind es noch einige Items, also da muss ich mal gucken, das werden wir jetzt demnächst mal in Angriff nehmen und ein bisschen ausgiebiger farmen. Ja, das ist soweit jetzt das Collection Update an sich, das allermeiste ist wie immer noch bei den Covenants drin, liegt ja einfach daran, dass ich quasi im Moment nur die Necrolords mit dem Char hier abdecken kann. Und dementsprechend jetzt, sobald ich bei den Necrolords alles habe, dann am Switchen bin und dann zum nächsten Covenant gehe und da die ganzen Sachen mir hole. Genau, hier das mit dem Stab, das ist ein bisschen lästig, irgendwie will der nicht droppen. Es gibt so ein paar Sachen noch, die da offen sind, unter anderem noch klar ein bisschen was bei den Händlern, aber halt auch so Drop-Sachen, ne? Tahonta habe ich leider noch nicht gedroppt bekommen. Und den Stab, der will halt irgendwie auch noch nicht kommen. Da muss ich noch einen Ticken warten. Ein paar Achievements muss ich ja auch noch fertig machen. Achso, ich kann euch noch zeigen, wie es mit meinen Anhängern aussieht. Ich habe ja noch die paar wenige Achievements. Achso, eins kann ich nur sagen. Ich habe random gestern war ich mit einer spanischen Gruppe noch kurz drin und habe Drenatris im HC umgehauen. Das hatte ich bis jetzt noch nicht, ne, weil ich ja den Content nicht aktiv am Raiden war. Mir hat das Sandboss noch gefehlt. Gab es schön das Achievement hier und dementsprechend sind es jetzt auch ein paar weniger Erfolge. Ne? Mir fehlen jetzt noch 16 Erfolge und da bin ich ja unter anderem bei den Pakten hier noch dran, dass ich die Anhänger auf 60 bringe, beziehungsweise hier diese krassen Missionen. Und ja, meine Anhänger, die werden jetzt langsam, gehen die langsam nach oben. Ich bin da auf jeden Fall dran. Ich habe meine drei Seelenbande. Ne? Emmy, der ist jetzt 57. Dann der Seuchentyp. Oh, mit Abgabe der nächsten Quest müsste der eigentlich auf 58 kommen. Und der ist jetzt auch 54. Also wenn ich die beiden oder die drei hier auf 60 habe, dann kriege ich die zwei Achievements. Und hier müssen wir halt noch ein paar von diesen Schlundmissionen abwarten. Mal gucken, nee, hier ist leider gerade keine drin. Genau, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, tun wir noch ein bisschen shoppen gehen. Ich bin nicht ohne Grund hier in Boralos und zwar, da wir ja diesmal das Anima dann doch nicht ausgeben können, dachte ich mir, komm, wir haben doch hier noch ein paar PvP-Sachen über. Und hier kann ich quasi BFA-Zeugel noch kaufen. Shadowlands hängt leider mit hier, oh, ist nicht Eroberungspunkt, ist irgendeine andere Währung, wie heißt denn die? Oder sind es Eroberungspunkte? Ich muss nachgucken, ne? Tapferkeit, doch, es sind Eroberungspunkte, genau. Das hängt mit den Eroberungspunkten zusammen, aber das alte Zeug können wir uns über eine Währung holen, und zwar die Ehrenabzeichen. Und die bin ich ja nebenbei immer so ein bisschen am Farmen. Ihr seht, ich habe jetzt wieder 916 Stück zusammen, sowohl über diese Shadowlands Tower World Quests, als auch über jetzt BGs und dann eintauschen, ne, beim Händler, was ja seit dem 05er-Patch funktioniert. Und ja, mittlerweile haben wir fast 1000 zusammen, 916 Stück. Und ich will jetzt hier unten die BFA-Sachen rausbekommen. Und zwar sind es hauptsächlich, wie ihr seht, hier Waffensachen. Und diese Geschichten, also ich habe mir die ganzen Sets schon geholt, während das Addon aktiv war. Und auch die ganzen Waffen.
die ich holen konnte, aber es gab natürlich einige Waffen, die ich nicht holen konnte. Ne? Zum Beispiel hier einen Stärke-Einhandkolben oder einen Agi-Einhandkolben, den konnte ich einfach schlichtweg nicht holen. Ne? Oder hier einen Agi-Dolch zum Beispiel. Das, weil das leider nicht im Loot-Spec vorgesehen ist beim Druid. Man kann es zwar transmoggen, aber Loot-Spec ist nicht vorgesehen. Jetzt kann man sich die ganzen Sachen kaufen, was aber sehr bitter ist. Ich weiß nicht, glaube das bei dem Typ genau. Was sehr bitter ist, man kann die Items sich nicht einzeln kaufen. Ich habe halt schon 90% von dem Transmog-Zeug mir geholt, aber mir fehlen halt immer nur ganz wenige. Und ihr seht hier, da fehlen mir 7 Vorlagen. Ne? Hier fehlen mir 4 für meine Klasse, 9 quasi overall unbekannt und so, also das sind eigentlich immer relativ viele Unterpunkte drin, deswegen kostet das hier 80 Abzeichen. Eigentlich kostet eine Waffe, ich glaube, immer 5, ne, und da ich mir halt schon wahrscheinlich 2/3 der Vorlagen geholt habe, ist es halt jetzt ein bisschen kacke, oder ihr seht hier, da habe ich schon 80% von, gut, da habe ich nur 20, da habe ich 87% von, 62% von, ich muss mir jetzt aber trotzdem für 80 Abzeichen das komplette Set kaufen, schlichtweg deswegen, weil man die Sachen einzeln nicht kaufen kann. Also wenn ich jetzt hier durchgucke, gibt es halt nicht die Möglichkeit, ne, dass man sich die einzelnen Teile kauft. Ich habe jetzt schon überall geguckt. Hier zum Beispiel, das Set hier hat 0 Vorlagen für meine Klasse und 3 für andere Klassen. Das hat wahrscheinlich eine Schildhand dabei und einen, weiß ich nicht, einen Stab, eine Schildhand, also ein Schild wahrscheinlich und ein Schwert und eine Axt und sowas, ne? Also das ist ein bisschen schade, aber hilft leider nichts. Jetzt müssen wir blöderweise einen Haufen Abzeichen ausgeben. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt das ganze Zeug, dass zumindest mal das alte PvP-Zeugel hier raus ist, also die 22 Sachen. Und ja, hauen wir mal raus. Also wir haben hier 80 Abzeichen. Ah, das schmerzt halt schon, ne? Dann haben wir hier, das brauchen wir auch noch, auch 80. Für ein einziges Item ist das halt. Das ist halt so bitter. Dann hier noch 80. Da noch 80. Da noch 80, hier 80 und ich glaube, das sind die aktuellen. Ich meine, da könnte ich mir wahrscheinlich für Ehre auch was holen für die anderen Klassen, weil das ist das aktuelle Set, das gibt es in SW noch und da fehlen mir nur 3 und 2 Stück. Eventuell kann ich das in SW holen, das müsste ich mal gucken, was man da machen kann. Gut, jetzt würde ich sagen, lernen wir die mal. Dann müssten da einige Sachen rausgehen. Da seht ihr, also da lernen wir dann einiges. Das haben wir, dann lernen wir das nächste. Ich muss mal mit einem Worry am besten vielleicht nach SW gehen, mit dem ein bisschen Ehre farmen, ne? Und dann vielleicht die anderen Teile noch holen, weil da kann ich mir halt dann 2x80 Marken sparen, das sind 160, damit kann man sich halt viele Sets kaufen. Und das würde ich mir dann ganz gerne sparen. Jetzt sind halt die Hälfte meiner Marken, also sogar ein bisschen mehr als die Hälfte meiner Marken draufgegangen für diese ganzen Set-Geschichten. Jetzt schauen wir mal. Eins ist noch drin. Was ist das? Irgend so ein Cape. Okay, wo ist dieses Cape? Hier, wo kriege ich denn das her? Cape des gefürchteten Gladiators. Fürchtetes Gladiators Season 1 von Rücken. Season 1, aber da steht bereits bekannt dran. Es kann ja eigentlich bloß hier drin sein, in dem Set. Oder ich krieg das vielleicht irgendwo in SW noch, aber Season 1... Aber das scheint anscheinend ein anderes Set zu sein. Seht ihr das? Das scheint mir vielleicht in einem Platten- oder Kettenset dabei. Ah, seht ihr? Das ist im Plattenset dabei. Heißt, ich müsste mir mit einem Char das Plattenset kaufen. Und dann könnte ich eventuell diese Vorlage kriegen. Heißt, da müsste ich mal einem Plattenchar ein bisschen Marken rüberschicken und mir wahrscheinlich dann eins hier dieses Season 1 Set kaufen, weil hier kriege ich ja natürlich nur das Lederset, ne? Gut, das muss ich mal demnächst noch machen, das noch abhaken und sonst haben wir jetzt zumindest hier alles drin. Jetzt sind einige Sachen rausgegangen, weil das Zeug teilweise doppelt drin ist. Das ist einmal unter PvP drin
Und das ist, glaube ich, hier auch nochmal unter Außenbereiche mit aufgelistet gewesen. Gut, die Sachen sind jetzt alle rausgeflogen, also sieht das gut aus. Auch nichts mehr drin, okay. Weil hier war auch noch einiges dann in Oribos mit aufgelistet, ne? Da sind die Sachen jetzt auch raus, jetzt sind wir hier auf 100. Was mich so ein bisschen wundert, dass wir einmal hier dieses letzte Ding noch drin haben. Ne, aber unter dem anderen Reiter, unter Außenbereichen, ist nicht mehr drin ist. Ich logge jetzt mal parallel mit dem zweiten Account auch noch hier ein und dann schauen wir mal, ob ich das vielleicht direkt kaufen kann. Nur mal gucken. Dass wir den Umhang auch noch rauskriegen. Einfach, dass wir es fertig haben. Dass der Reiter so ein bisschen freier ist. Muss ich bloß schauen, ob ich die Marken rüberhandeln kann oder ob ich das mit dem Postkasten machen muss. Da müssen wir gleich mal schauen. So, wir haben jetzt hier einmal meinen Worry noch. Swappen wir den kurz rüber. Das müsste ja egal sein, ob ich das quasi mit dem zweiten Account mache oder hier mit dem Main-Account. Und dann kaufen wir uns das noch. Der hat keine Abzeichen. Mal gucken, ob ich das handeln kann. Achso, mit dem anderen bin ich, mit dem einen bin ich im War-Mode, ne? Okay, dann müssen wir das über den Postkasten regeln. Also, wir stellen einmal hier den Postkasten auf. So. Wie heißt denn der Char? Jetzt muss ich mal gucken. Spartacus heißt mein Char. So. Wenn man mal wieder Namen braucht, ne? Ich habe relativ viele Charaktere. So, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das dann nicht vergesse. Ich schicke ihn jetzt einfach mal alle rüber. Sodaloda. Dann stellen wir mit dir auch einen Postkasten auf. Dann schauen wir mal, ob das klappt, dass ich das letzte Item dann noch kaufen kann. So, okay, jetzt schauen wir mal. Also die Rüstungssets, die müssten jetzt alle vollständig sein. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt schauen wir mal. Na gut, also hier sind dann immer noch Sachen drin, okay. Und das sind quasi die Plattensets. Das aktuelle habe ich sogar, also das, oder das letzte, ne, aktuell ist es ja nicht mehr, aber das letzte habe ich sogar. Das ist quasi das Season 4. Und jetzt müssen wir, ich kaufe jetzt einfach mal alle Sets, die hier drin sind, scheiß drauf. Die kosten ja nur 12, irgendwann muss ich mir die eh kaufen. Und dann wird der Umhang schon dabei sein. Holen wir uns sogar noch ein bisschen Worry-Sets. Da sind dann halt jetzt immer 8 Vorlagen drin. Und dann scheint es bei einem dann noch der Umhang dabei. Gut, jetzt gucken wir mal. Bevor ich die zurückschicke, schauen wir mal, ob das jetzt hier gezählt hat. Das klappen wir zu, das klappen wir auch zu. Genau, jetzt seht ihr, jetzt ist hier nur noch Shadowlands drin und alle alten Sachen habe ich quasi. Gut, jetzt sind wir wieder einige Marken ärmer. Jetzt haben wir auch das Plattenzeug auch noch gekauft. Gut, wenn schon, denn schon, ne? Jetzt haben wir nur noch 364 Marken, aber die kriegen wir schon wieder rein, ne? Also die teuren Sachen haben wir jetzt auf jeden Fall. Und ja, jetzt fehlen halt hauptsächlich nur, in Anführungszeichen, nur noch die anderen Sets von den anderen Klassen und mal gucken. Gut, dann können wir den Char wieder rüber swappen und wir schauen uns den Endstand einmal an. Wir sind jetzt mit Endstand bei noch 1379 Items, was 98,16% entspricht. Heißt, wir haben wieder ganz gut Plus gemacht und ja, ich guck mal, wie das mit dem Mana jetzt aussieht, mit dem Gebäude bauen und dann werden wir vielleicht beim nächsten Teil ja, den Twink nehmen und den covern, in dementsprechend der noch am meisten Mana hat. Und dann werden wir uns da dann auch wieder ein bisschen was kaufen. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.